weiß nicht. Ey, ohne Scheiß. Guck mal, ich will jetzt nicht dem, keine Ahnung, sagen, dass der Künstler jetzt scheiße ist oder sonst was, aber ich glaube, das ist nicht sein Stil. Ich glaube, das ist nicht der Stil, den er fahren sollte. Was geht ab und herzlich willkommen zu Rap Talk. Und wir geben uns heute Kopfkarussell von Lok 079, wenn ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich kenne den jungen Herrn nicht. Ist auch das neue Signing bei AON. Alles oder nix. Alles oder nix. Also was für mich, ja, ich wollte jetzt eigentlich so sagen, was für mich alles wäre, aber was für mich sehr schön wäre, Oh. wäre, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich würde mich sehr freuen. Ich mich Ich auch. denke, ja, das wollte Ja, ich gerade du vorwegnehmen, denkst es dass und ich du, weiß es, ja. ja, du weißt, dass du dich freust. Das ist ja Genau, schon ich mal weiß, dass ich mich darüber freuen würde, klar. was. So. Also, ich Ja, habe noch nichts über rein. den gehört und ich würde sagen, ohne viel reden, einfach rein. Ohne reden. Ohne Ohne reden. reden. Wenn du drippst in dein High Heels, ich dein Travis Scott, Baby, du bist meine Kylie. Brr. Sex on the beach, put my hands on your hips. Shit. Coco Chanel, wenn sie an mir vorbeizieht. Shawty, du bist Mittelpunkt, Mittelpunkt. Kriege ständig Kopfweg, wenn du chillst mit Jungs. Shit. Kopfkarussell, wenn ich wieder an dich denk, meine Fresse ist bis heute noch dein Hinterkopf. Was sagst du? Ich mag den ersten Teil, also so wirklich absolut gar nicht. Verstehe ich. Also so absolut gar nicht. Verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Und diese Rap-Passagen, vor allem wie der Beat dann später so, also wie der Beat eingesetzt hat, da musste sich der Kopf erstmal dran gewöhnen. Also bei mir Ja, ja, jedenfalls. ja. Also der Beat ja, aber sobald die Drums eingesetzt haben, so von wegen, wo du denkst, so von wegen, okay, warte, 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 wo bin ich, wo stehe ich hier gerade überhaupt? Ja, genau. So, und seine Art und Weise zu rappen, ich weiß es nicht. Also meins ist es nicht. Also meins ist es wirklich nicht. Es ist halt Stimmfarbe K1. Aber ja, ist schon Ja. Stimmfarbe K1. So. Es ist halt Neymar, der rappt wie K. So. Ja, gut, Der Text ist halt ist halt wieder nichtssagend, ne? so. Der Text ist halt Ja, es ist nichtssagend. halt. Ich würde sagen, wir hören erstmal weiter, gucken, was Komm, da noch kommt und komm. bilden uns dann eine Meinung dazu. Los geht's. Wenn ich wieder an dich denk, dass sie mich liebt. Mit dir fühlt sich an wie ein Paradies. Irgendwie ist da auch so gar kein Text, ne? Null. Da ist ja Null. gar kein Text. Also da ist eine Strophe, die aus vier Zeilen besteht, wo er immer wieder eine Zeile Pause lässt dazwischen. Ja. Und es ist dann Ja. einfach derselbe Text wie die Hook. Ja. Oder fast derselbe Text Ja, wie die Hook. also sehr, sehr nah dran. Und ich weiß nicht, ey, ohne Scheiß. Guck mal, ich will jetzt nicht keine Ahnung, sagen, dass der Künstler jetzt scheiße ist oder sonst was, aber ich glaube, das ist nicht sein Stil. Ich glaube, das ist nicht der Stil, den er fahren sollte. Ich kann mir vorstellen, dass das richtig durch die Decke gehen wird und richtig viele Leute den so richtig feiern werden. Aber bitte such dir einen anderen Stil, ohne Scheiß.
Ja, es ist halt wirklich so, es hört sich nicht gut an. Nee. Es hört sich einfach nicht gut an. Und die, weiß ich nicht. Also für uns hört sich das nicht gut an, an die AON-Liebhaber und Hater da draußen. Für uns hört sich das nicht Ja, gut an. ja, ja. Wenn So. ihr da anderer Meinung seid, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich denke mal, unsere Meinung wird sich trotzdem nicht ändern. Nein, nein, nein. Nee, die Sache ist einfach aus So. musikalischem Aspekt. Also so, guck mal, weißt du, so, wir machen jetzt dieses ganze Rap-Talk-Ding, weil wir halt irgendwas für Rap übrig haben. So, weißt du, so, irgendwas haben wir ja für Rap so. Sonst würden wir die ganze Geschichte hier nicht machen. Und das geht halt für mich so komplett dran vorbei. Jetzt mal ohne Scheiß, das geht halt wirklich komplett an mir vorbei. So, also wirklich so komplett. Ich bin sprachlos, weil ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, es ist halt. Ich weiß halt auch nicht, was ich da großartig. Es ist halt echt nicht gut. Es ist echt nicht gut. Da kann man natürlich jetzt sagen, ja, es trifft nicht unseren Geschmack, aber es ist halt auch, wenn man jetzt den musikalischen Aspekt nimmt, ist es nicht gut. Also ich kann mir vorstellen, was So. er damit versuchen wollte, so. Also, ne, das, was er sich so im Kopf Ja, ausgedacht hat. er wollte eine gewisse Emotion rüberbringen und so weiter und so fort. Und ja, gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Leute das feiern, aber ich will jetzt keine Vergleiche ziehen zu anderen Rappern, die halt auch gefeiert werden, obwohl die halt objektiv schlecht sind. So, und ich Ich würde sagen, weiß wir hören nicht. weiter. Ja, also ich kann original nichts mit der Musik anfangen. Also Nee, wirklich ich auch nicht. nicht. 24 Uhr Kopfkarussell, stopp, Mademoiselle, goddamn, Big Booty, du hast Topmodel-Skills. Haut deines Kleid, ich will nur noch dich, Baby, du bist viel zu wild, Baby, blicke wie ne Queen, Baby. Shit, Drive-by, Shawty, hätte ich am Mokfei bei mir. Also lass uns keine Zeit verlieren. Kopfkarussell, wenn ich wieder an dich denk, mit dir geh ich bis ans Ende dieser Welt. Okay, zumindest hat er jetzt irgendwie eine Strophe gerappt, irgendwo so. Ja, aber die ersten drei Zahlen waren halt original genau so aus der Hook. Ja, es ist, er nimmt halt immer wieder dieselben Reime. Er nimmt immer wieder dieselben Reime, die auch in der Hook verwendet. Und es ist halt einfach so nichtssagend. Einfach so komplett so puff. So, er hätte nichts sagen können, ist ja genauso viel gewesen. Ja. Ja. Wenn ich wieder an dich denk. Ja, Ja, sprich dich nee, aus. ich hab nichts zu sagen. Lass einfach weiterlaufen. Okay. Also an Sway Beats auf jeden Fall, bitte versuch das mit den Drums ein bisschen früher zu setzen. Ja, also ich feiere es nicht. Nee. Aber, wenn ihr Aber. uns feiert, dann checkt auf jeden Fall die Videos über uns ab. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit einem neuen Video. Wie jeden Tag. Wie jeden Tag. Auf Wiedersehen. Macht's gut.